Guten Abend und herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin Online. Ganz besonders herzlich möchte ich Azal Dadan willkommen heißen und ihr einmal herzlichen Glückwunsch zuprosten zur Buchpremiere ihres Buches Betrachtungen einer Barbarin. Das ist natürlich ein unbefriedigendes Feiern, das sollten wir eigentlich hier zusammen im großen Saal tun. Und dennoch ist Betrachtung einer Barbarin ein so kosmopolitisches, ein buchstäblich so grenzenloses Buch, dass wir uns vielleicht heute der Vorteile des Digitalen bedienen können und es jetzt direkt hinausschicken an einen der vielen Orte, die im Buch erwähnt werden, sei es nach Ödland, Teheran, Aberdeen, Köln, Bonn oder wohin auch immer. Jetzt gehen wir aber zunächst direkt zu Azal Dadan und dem Literatur- und Medienwissenschaftler Hanno Löwy, die in ihren Arbeitszimmern und Wohnzimmern Stellung bezogen haben. Wir wünschen Ihnen ein schönes Gespräch und Ihnen allen einen schönen Abend. Nicht nur unsere Kinder sind gestorben. Ich kann nicht sterben und ich kann nicht leben. Ich bin irgendwo dazwischen. Serpil Temiz Unvar in einem Interview, nachdem ihr Sohn Ferhat und 8 andere junge Menschen von einem Rechtsterroristen in Hanau am 19. Februar 2020 erschossen wurden. Meine Kinder. In der Abschlussdiskussion zu Arthur Miller's All My Sons fragte unser Lehrer im Englisch-Leistungskurs, wie wir handeln würden, wenn ein Elternteil die Schuld am Tod anderer Menschen trüge und nicht dafür einstünde. Wir hatten in den Wochen davor eingehend über das Theaterstück und dessen Protagonisten Joe Keller gesprochen, der wissentlich defekte Ventile an die US-Armee ausgeliefert hatte und sich durch eine Lüge vor der Verurteilung drücken konnte. Das defekte Material führte zum Absturz von über 20 Armeeflugzeugen, unter anderem das seines eigenen Sohnes Larry, der im Februar 1944 vor der chinesischen Küste verschwand. Für das Verbrechen ging Joes unschuldiger Geschäftspartner ins Gefängnis. Joe schwieg damals. Für ihn bleibt weiterhin klar, dass er für seine Familie handelte. Am Ende des Stücks erfährt er von seinem jüngeren Sohn Chris, dass Larry über die Tat ihres Vaters Bescheid wusste und aus Scham in das defekte Flugzeug stieg. Er konnte die Schuld seines Vaters am Absturz seiner Kameraden nicht ertragen und wählte den Freitod. Unser Englischlehrer nutzte die Stunde oft für Diskussionen, gab uns viel Raum für unsere Ansichten. Er war einer der wenigen coolen Lehrer mit Jeans und wuscheligem Haar, ein Kumpel. Offenbar hatte er unsere Reaktion nicht erwartet, denn er war entgeistert, als wir einhellig antworteten, dass wir unsere Eltern weder verraten noch aus unserem Leben verbannen würden. Ich erinnere mich gut an sein angespanntes Gesicht und seinen sich schnell bewegenden Mund, daran, wie er versuchte, nicht streng und autoritär zu wirken. Ich hatte vorher noch nie auf seine Zähne geachtet, aber als er uns so vehement ins Gewissen redete, bemerkte ich, wie schief und verfärbt sie waren. Selbst heute, wenn ich mich an diesen Moment erinnere, sehe ich vor allem seine Zähne und mir kommt es vor, als offenbarte sich darin etwas Hässliches. Ich konzentrierte mich auf seine Makel, weil ich etwas an ihm ablehnen wollte. Er durfte nicht mehr cool sein. Er sprach über gesellschaftliche Verantwortung, aber wir dachten an unsere Mamas und Papas und wie sehr wir sie liebten. Er hatte dort nichts zu suchen, wo diese Liebe war. Die Sitzung endete mit dem Alten, der sich über die Jungen wunderte und andersherum. Der Muff saß dieses Mal aber nicht unter dem Talar, sondern hatte sich brav die Kinderschuhe angezogen. Unser Lehrer war in den 60ern vermutlich zu jung, um mittendrin gewesen zu sein, aber er argumentierte aus der gesellschaftlichen und womöglich auch familiären Erschütterung jener Jahre heraus. Wir steckten noch in unseren gemütlichen westdeutschen Teenagerjahren der 90er und waren recht zufrieden mit uns und der Welt um uns herum. Es würde Jobs geben, es würde Frieden geben und harmonische Weihnachtsfeiern bei den Eltern auch. Ja, hallo Azal. Hallo Hanno. Allein in diesen zwei Seiten, in diesem Essay über die Morde von der NSU,
um die es in diesem Kapitel deines Buches geht, verschränken sich ganz viele Fragen, die du in deinen Essays immer wieder eng geführt hast, nämlich Fragen nach familiären Verstrickungen, Fragen nach Schuld und Verantwortung, Fragen danach, in was für einer Gesellschaft du gelandet bist, und schließlich Fragen danach, wie diese Gesellschaft und andere Gesellschaften in Europa mit allem umgehen, was sie als fremd identifizieren, was meistens nur eine Chiffre dafür ist, dass sie irgendetwas nicht so ganz zuordnen können. Was hat dich dazu bewogen, ein Buch mit Essays herauszugeben, in dem du immer gleichzeitig über sehr Persönliches redest und über sehr Grundsätzliches? Ja, ich hatte das Gefühl, also ich will in diesem Buch überhaupt nicht so viel über mich selber erzählen, auch wenn ich viel über mich erzähle. Aber ich habe gedacht, ich biete mich selbst als Beispiel an, um transparent zu machen, wo ich mich verorte in dieser Gesellschaft und in diesen Prozessen, und zu zeigen, hier ist dieses eine beispielhafte Leben, und daraus kann ich nicht nur zeigen, wie das Private politisch ist oder das politische privat und so weiter, sondern auch persönlich, ja, also wie es wirklich einzelne Menschen ganz im Kleinen und Großen betrifft. Und ich dachte, es ist vielleicht auch leichter nachzuvollziehen, wie diese ganzen großen Themen, die wir so oft verhandeln und sehr abstrakt verhandeln, sich auf einzelne Leben auswirken. Und mir wäre es falsch vorgekommen, ein Buch zu schreiben, wo ich all das aus einer Perspektive erzähle und sage, ich weiß es besser und so sehe ich das, sondern ich wollte mich tatsächlich als Beispiel anbieten und auch zeigen, was für bestimmte Begebenheiten oder Lektüren mich zu bestimmten Einsichten gebracht haben. Ja, um auch das Prozesshafte zu zeigen. Also wie habe ich bestimmte Dinge in meinem Leben für mich entschlüsselt? Weil ich glaube, dass oft so erwartet wird oder getan wird, als müssten wir immer alles schon wissen, und wir begegnen uns dann in einem Raum und dann geht es irgendwie um so einen Kampf, etwas zu entschlüsseln, und wer das bessere Argument hat, gewinnt. Und ich wollte eigentlich sagen, im Komplexen ist viel mehr Leichtigkeit. Ja, es ist eigentlich leichter, sich zu begegnen. Wir sind ja ungefähr ein Jahr nach den Morden von Hanau, und das eigentliche Thema eben in diesem Essay ist der NSU-Prozess, also der Prozess, der nach vielen Jahren dann tatsächlich den Tätern gemacht wurde, die rassistische Morde in Deutschland begangen haben. Aber du rahmst diese Auseinandersetzung eigentlich zweifach, nämlich mit deiner eigenen Beschäftigung mit dem Holocaust und der Art und Weise, wie Holocaust in der deutschen Gesellschaft, aber nicht nur der deutschen Gesellschaft, erzählt wurde und, wie man so schön sagt, aufgearbeitet wurde. Aber du framest diese Rahmen dann auch noch einmal mit deiner eigenen Erinnerung an deine jugendliche Lektüre von Alle meine Söhne von Arthur Miller, in denen es ja um Schuld innerhalb von Familien geht. Und der Verarbeitung von Schuld innerhalb von Familien geht. Also du drehst sozusagen den Rahmen zweimal um, bis du zu der Frage kommst, wieso es eigentlich so lange gedauert hat, dass sich die deutsche Gesellschaft, aber vor allem auch deutsche Behörden und deutsche Ermittlungsbehörden tatsächlich damit beschäftigt haben, worum es eigentlich bei den Morden der NSU ging. Und wo hast du dich selbst positioniert in diesen vielen Rahmungen? Ja, also ich habe, vor allem war es mir wichtig, diesen NSU-Prozess als Prozess der deutschen Familien zu präsentieren. Und das ist aus meiner Beschäftigung mit der Erinnerung an den Holocaust gewachsen, weil natürlich oft
genau schmerzlich darauf geguckt wird, wie diese Verarbeitung, wie du ja schon so in Anführungszeichen gesetzt hast, auch etwas zu tun hat mit den ganz privaten Geschichten, ja, und mit den Familien. Und da wird oft immer noch ein Halt gemacht. Da wird gar nicht so sehr auf die eigene Familie geguckt, sondern es wird einfach nur irgendwie gesellschaftlich aufbereitet und verarbeitet. Und ich dachte bei diesem NSU-Prozess zum einen, sind die Menschen sich darüber bewusst, dass die Opfer und die Opferfamilien und die Hinterbliebenen auch deutsche Familien sind? Und zum anderen habe ich über die Eltern der NSU-TäterInnen gedacht, das ist ja ein unglaubliches deutsches Schicksal auch, ne? Also die Großelterngeneration ist im Zweiten Weltkrieg und während des Dritten Reichs irgendwo gewesen auf jeden Fall. Also die haben damals sicherlich irgendwas gemacht. Ich weiß, dass von Mundlos der Großvater in Kriegsgefangenschaft war. Und dann waren sie plötzlich in der DDR. Und dann fällt die Mauer und plötzlich werden die Enkelkinder beziehungsweise die eigenen Kinder schon wieder Nazis, ja. Und ich dachte einfach, man kann so schön daran sehen, vor allem weil dann auch die Opferfamilien ganz lange durch die Recherchen und die Ermittlungen der Behörden zu Tätern gemacht wurden. Also man kann so schön sehen, wie Täterschaft, Opferschaft, familiäre Verzwickungen und so, wie an diesem Prozess das so zusammenläuft. Und ich selber habe lange Zeit gedacht, ich habe eigentlich mit dieser Geschichte nichts zu tun. In Deutschland habe ich keine biografischen Verknüpfungen mit diesem Land und muss mir die Frage meiner eigenen Familienschuld nicht stellen. Und habe aber dann oft gemerkt, wie ich mich eigentlich doch gegen meine eigene Familiengeschichte wehre und natürlich auch es einen Grund gab, warum meine Eltern den Iran verlassen haben. Und das zum einen, weil meine Mutter assyrisch-katholisch ist und das vermutlich auch nicht so bequem gewesen wäre dann in der islamischen Revolution oder im islamischen Staat, aber hauptsächlich, weil mein Vater für den Schah gearbeitet hat, als Teil des SAVAK, also des Geheimdienstes, der wissentlich gefoltert und gemordet hat und Verbrechen begangen hat. Ich weiß nicht so viel über die Details, was genau mein Vater, was seine Verantwortlichkeiten waren, aber zumindest weiß ich, dass er das Land verlassen musste, weil er Teil dieses Geheimdienstes war. Und das kann ich natürlich besser ausblenden, weil ich nicht in dem Land lebe, in dem das alles passiert ist. Aber gleichzeitig sind natürlich auch IranerInnen noch in dem Land und auch hier in Deutschland und in anderen Ländern. Und ich fände es unangebracht, wenn ich mich nicht dennoch damit auseinandersetze und es auch erwähne. Weil wir sind nicht nur Geflüchtete, sondern wir kommen mit bestimmten Geschichten und auch Privilegien und Hintergründen in andere Länder. Und ich glaube, ich konnte durch diese auch Schuldabwehr, also ich habe lange Zeit, ne, habe ich den Schah auch glorifiziert und immer so ein bisschen abgetan, dass der so schlimm war und wirklich erst als Teenagerin, ne, oder junge Erwachsene, habe ich angefangen, das für mich anzunehmen, dass dieser Schah, mit dem ich aufgewachsen bin als Kind, eine Märchenfigur ist, die nichts mit der Realität zu tun hat. Ja, im Grunde beschreibst du jetzt schon die verschiedenen Elemente dieser Versuchsanordnung, die dein Leben war. Weil du hast es erwähnt, du bist nicht in dem Land aufgewachsen, aber du bist dort geboren in Teheran, 78, also kurz vor dem, was manche die islamische Revolution nennen. Da kann man jetzt lange drüber streiten, was das war. Aber du bist sozusagen, hast deine eigene Flucht, deine eigene Emigration natürlich überhaupt nicht erlebt. Da warst du ein Baby. Und dann bist du hier sozusagen zunächst einmal völlig unbeschrieben in einem Art Niemandsland gelandet, das Deutschland hieß. Und mit einer sozusagen einem so gebrochenen Hintergrund, der aber außerhalb deiner eigenen Erfahrung lag. Und ich denke, das hat natürlich
dir die Möglichkeit gegeben, tatsächlich dich selbst auch als eine Art Seismograph zu bewegen und diese ganz unterschiedlichen Stimmungslagen und Spannungen auszuloten, die um dich herum präsent sind. Wann ist das zum ersten Mal für dich irgendwie so greifbar geworden, dass du ja eigentlich quasi zwischen allen Stühlen gelandet bist? Das war wirklich ein schwieriger Weg, das zu entdecken. Also das Gefühl, das dahinter steht, das hatte ich schon von Anfang an. Das ist Teil meiner Werdung, ja. Weil auch allein schon, also das gehört zum politischen Exil, glaube ich, oft dazu, dass man auch also in diesem neuen Land, in dem man ist, wenig Kontakt sucht zu anderen aus dem Heimatland, ja, also so wie andere in so Communities landen, das hatten wir nicht, ne? Also man hat sich schön ferngehalten, weil also aus unterschiedlichen Gründen, natürlich auch aus Schmerz und Verdrängung. Das heißt, ich habe nie angedockt an etwas anderes, an so ein Gruppengefühl. Und ja, und dann in Bergisch Gladbach dieses Seltsame, da sind alle so bürgerlich und sind immer noch in denselben Schulen wie ihre Großeltern. Das fand ich, aber das habe ich auch nicht so richtig. Ich habe das nie verarbeiten können, weil es nichts gab, was mir erklärt hätte, warum ich mich so fühle. Ja. Und im Internat konnte ich das dann auch wieder ausblenden, weil da waren plötzlich ganz viele Leute, die in unterschiedlichen Ländern gelebt hatten und deren Eltern woanders waren und auch einige Diplomatenkinder, so dass da auch Leute waren, deren Eltern für den Staat arbeiteten. Und dann erst im Studium, Hanno, habe ich das, glaube ich, wirklich verstanden. Also weil ich dann wieder gelandet bin in einer sehr homogenen Gruppe. Und da haben auch, also da gab es auch so kreatives Schreibenkurse und die Geschichten waren alle anders, die sie geschrieben haben. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, da ist eine Differenz. Da habe ich auch plötzlich, also zum ersten Mal, also Stuart Hall und solche Sachen gelesen und erstmal verstanden, dass die Erzählung, in der ich aufwachse, von Deutschland, dass ich nicht Teil dieser Erzählung bin, aber dass ich sie gerne wäre und dass es diese andere Erzählung oder diese anderen Erzählfragmente und so geben musste, ja, in denen Menschen wie ich, sich wiederfinden. Und ein bisschen Also auch, das also das ist. habe ich auch im Buch, ne, dieses Amerika-Kapitel, also als ich nach Amerika gegangen bin für dieses Praktikum, dass ich dann plötzlich so deutsch wurde da, ja, also auf vielfache Art und Weise. Zum einen, weil alle Leute dort gedacht haben, naja, da ist die Deutsche, ja, also ich war dann nichts anderes als die Deutsche. Und ich dann auch so zurückgeworfen wurde auf mein Deutschsein und Dinge, die mir fehlen an Deutschland oder die mich einfach auch deutsch gemacht haben. Ja. Ja, du beschreibst ja in deinen Essays immer sozusagen ausgehend von unterschiedlichen Lebenssituationen und unterschiedlichen Lebenskontexten sozusagen generelle Fragen, sozusagen unterschiedliche Konstellationen von Fremdsein und Zugehörigkeit. Du untersuchst das in der Schule, im Internat, im Studium, in Amerika, in Schweden, in deiner Auseinandersetzung mit deutscher Geschichte, sozusagen du wechselst sozusagen, so wie du in deinem Leben das Terrain gewechselt hast, auch immer wieder sozusagen den Kontext des Schreibens. Aber alle diese Kategorien von Emigration, Auswanderung, Einwanderung, Exil, sozusagen keine trifft es ja bei dir. Also du hast eben sozusagen den Begriff politisches Exil verwendet, aber politisches Exil trifft vielleicht für deinen Vater zu, den du aber verhältnismäßig, der sozusagen verhältnismäßig früh aus deinem Leben herausgetreten ist, was dir vielleicht auch leichter gemacht hat, darüber irgendwann zu reflektieren und zu schreiben. Deine Mutter würde man jetzt sozusagen heute, wenn man sie als Flüchtling ansieht, als Angehörige einer Minderheit, einer verfolgten Minderheit betrachten. Du selbst bist in Deutschland aufgewachsen und bist sozusagen als eigentlich als Deutsche aufgewachsen mit deinem Anderssein,
dass du sozusagen, dass man dir zuweist und dass du sozusagen auch gerade in einer Gesellschaft wie der deutschen besonders schwer abstreifen kannst. Das wäre in den USA wahrscheinlich schon wieder ganz anders. Also in einer Gesellschaft, die, ich sag mal, mit auch sichtbarer Diversität anders umgehen kann, auch wenn das, wie wir wissen, in den USA auch alles andere als immer lustig ist. Aber da ist es irgendwie selbstverständlicher trotzdem als in Deutschland. Aber eigentlich keine dieser Kategorien funktioniert für dich. Du probierst sie auch alle aus in deinem Buch und legst sie beiseite und stellst fest, das ist es nicht. Bist du nach 41 Jahren jetzt oder nach 43 Jahren irgendwo angekommen? Gibt es irgendeine Kategorie, die du für dich hast doch schätzen lernen? Oder findest du gerade dieses nicht in diesen Kategorien aufgehen für dich eigentlich am produktivsten? Du hast ja, von der Sehnsucht gesprochen. Ja, man hat natürlich auch manchmal eine Sehnsucht oder man ärgert sich. Aber ich glaube, was ich einfach gemerkt habe, ist, wie sehr ich mich immer wieder ärgere, wenn meine Vielheit und meine Vielseitigkeit und die Tatsache, dass ich in alle, also in einige und auch wieder gar keine Schubladen passe, dass das so schwer anerkannt wird. Und das hat es mir erleichtert, dass ich das bei anderen Leuten auch akzeptiere. Also ich würde mir einfach wünschen, dass man sagen kann, ja, ich bin in diesem Moment, bin ich Migrantin, aber ich bin auch Deutsche und ich bin eine Frau und Feministin und also ja, es ist schwierig. Also ich finde eigentlich auch, also diese Kategorien und Schubladen, die sind irgendwie notwendig, um sich zu positionieren und zu sagen, das ist mein Platz in der Gesellschaft. Aber ich wünschte, sie würden nicht so sehr als Wesensmerkmal wahrgenommen oder als Aussage über mich selbst zu jedem Moment und in jedem Moment. Und angekommen bin ich eigentlich tatsächlich in der Akzeptanz dieses Zersplitterten. Also ich schreibe ja auch irgendwann in dem Buch, dass Inkohärenz und so das so diese Vielheit, dass das weniger Stress bei mir auslöst als Eindeutigkeit. Also ich finde es immer ganz schwierig, so eindeutige Aussagen über mich selbst oder auch andere Menschen zu treffen. Und ja. Denkst du denn, ich bin irgendwo angekommen? Also, na, du bist ja gerade wieder umgezogen. Ja, du hättest vielleicht eine andere Antwort von mir erwartet oder so. Nee, aber du bist ja auch gerade wieder umgezogen. Du warst zweimal sozusagen an einem Ort, wo du dich plötzlich als Deutsche empfinden konntest, in den USA und dann ja irgendwie auch in Schweden. Also wo du sozusagen nicht Schwedin sein konntest, ohne deswegen gleich festgelegt zu sein. Am ehesten warst du Deutsche in Schweden. Aber du hast dich aber irgendwann entschieden, aus Schweden wieder wegzugehen. Du hast in Schweden ja mehr oder weniger in einem Museum gewohnt, wie du das in einem dieser schönen Essays ja beschreibst, also an einem Ort, der voll ist mit den Erinnerungen anderer Menschen. Das ist ja eigentlich das, so wie du diesen Ort beschreibst. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, wie das für dich war, sozusagen einmal an einem Ort zu sein, der vor allem von den Erinnerungen anderer bestimmt ist. Ja, ich wollte gerade noch sagen, was lustig ist, dass mir immer wieder gesagt wird, dass ich die Königin Schwedisch spreche. Also ich habe einen sehr deutschen Akzent, wenn ich Schwedisch spreche, und das ist irgendwie lustig, dass ich darin dann plötzlich so deutsch werde, ne, in dieser anderen Sprache. Aber ja, das Museum, also ich im Grunde, das schreibe ich ja auch, es ist wie so ein biografischer Treppenwitz, ne? Ich bin in dieser Kölner Hochhauswohnung mit meinen Eltern aufgewachsen, wo es überhaupt gar keine Erinnerungen gab und wo ich auch gerne welche gehabt hätte vielleicht. Also ich weiß bis heute nicht die Namen meiner Großeltern väterlicherseits. Ich weiß nichts über meine väterliche Familie. Und dann lande ich in diesem Haus meiner schwedischen Schwiegermutter und sie weiß bis ins 15. Jahrhundert alle Biografien
Ideen und Namen und hat so richtig das alles so nachgezeichnet. Also sie hatten sehr, also sie wäre eine fantastische Bibliothekarin oder Archivarin geworden, weil sie wirklich auch so eine Liebe dafür hat und mit diesen Menschen wirklich wie fast lebendig lebt, ja. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, dass diese Sehnsucht, sowas auch zu haben, mich aber erdrückt hat. Also da zu sein an diesem Ort, wo all diese anderen Menschen irgendwie präsent sind, entweder durch Gegenstände, allein schon diese dutzenden Knöpfe, die irgendwann mal abgefallen sind von irgendwelchen Hemden und Jacken, ja, die dann da immer noch sind. Und einerseits habe ich auch das Gefühl, diese Leute sind präsent, deren Fotos ich an den Wänden sehe, und gleichzeitig sind sie ja nicht zu fassen, also man nicht zu greifen. Wer waren sie wirklich? Was hat sie ausgemacht? Ne? Man kriegt so bestimmte biografische Schnipsel mit, und ich bin irgendwie da und ja, fühle mich erdrückt, ne? Und lerne aber auch gleichzeitig in dieser Auseinandersetzung damit, ne? Was bedeutet das, diese Kontinuitäten als Frauen unterschiedlicher Generationen in diesem selben Haus gelandet zu sein? Was verbindet uns? Naja, im Prinzip an jedem Ort, an dem du bist, tauchst du ja ein in diese Verquickung von gesellschaftlicher Geschichte und Erinnerung und dem, was für Spuren das jeweils in Privaten, in Familien hinterlässt. Und natürlich ist auch dieses scheinbare Idyll dieses Museums auf Öland in Schweden eigentlich gar kein Idyll, weil dann stößt du natürlich genauso auch in dieser Familie auf tabuisierte Aspekte, auf ja, einen Selbstmord, auf Geschlechterrollen, die alles andere als sozusagen Erfüllung bedeuten. Und das tust du natürlich dann eben auch wieder ganz stark rückkoppeln auf deine eigene Situation als dann Mutter, und die sozusagen ganz andere Erfahrungen plötzlich macht in ihrem Leben, als die du dir vielleicht 10 Jahre vorher überlegt hast zu machen. Deine eigenen Erwartungen an dein eigenes Leben werden und plötzlich auf die Probe gestellt, auf sozusagen dem allerprivatesten, was es gibt. Schon wieder ist die nächste Versuchsanordnung entstanden, in der du selber quasi auslotest, was solche Rollen dann eben auch für eine Gesellschaft bedeuten. Und deren Spuren findest du in diesem Idyll, scheinbaren Idyll einer so lang gelebten Familienkontinuität auf Öland, wo man alles denkt, dass die Welt in Ordnung ist. Ja, aber ich habe, also, und das ist etwas, worüber ich kontinuierlich nachdenke. Es gibt einerseits, habe ich manchmal so ein Verlangen danach, eine Sehnsucht danach, sowas auch zu haben, und gleichzeitig stelle ich mir das unglaublich erdrückend vor, sich in so einer Linie wahrzunehmen und sich verpflichtet zu fühlen und auch Sachen anzusprechen. Nie gibt nur ein Wort, du erzählst. Also es sind ganz schreckliche, ne? Familiengeschichten, die da so vergraben sind und die auch verdeckt werden durch dieses Glorifizierte in die Haus. Ich setze mich oft damit auseinander, was bedeutet das, ne? Diese Familien im Hintergrund, die Gewalt, die wir auch verschweigen, dadurch, dass die Familie der idyllische Ort sein soll. Ja? Ja, du selber hast ja über einen Teil deiner Familie, der auch wieder woanders lebt, nämlich in Schottland, also in Aberdeen, auch geschrieben, über deine Tanten. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen darüber, wie du diesen Teil deiner Familie erlebt hast, und liest uns einmal aus diesem Kapitel ein bisschen was vor. Neue Jahre heißt es. Genau.
Ich wollte nur dazu sagen noch kurz, dass wir eigentlich nur in Deutschland gelandet sind, weil man am Flughafen gemerkt hat, dass wir gefälschte Papiere hatten oder meine Eltern gefälschte Papiere. Wir waren eigentlich auf dem Weg nach Aberdeen. Das heißt, eigentlich hätte ich dort aufwachsen sollen, dort, wo meine Tanten waren, aber es sollte nicht sein. Wir sind dann in Deutschland, ja. Also man hat uns dann Asyl angeboten oder gesagt, ihr könnt hier um Asyl bitten, aber ihr dürft nicht weiterfliegen. Und so bin ich eine Deutsche geworden und keine Schottin. Also meine Tanten hatten in einer Doppelhochzeit im Teheran zwei schottische Männer geheiratet, die dort für, ich glaube, damals für British Petrol gearbeitet haben. Also da sind einige Männer, die auf Bohrinseln und so arbeiten und dann Iranerinnen oder Irakerinnen heirateten damals. Und meine Tanten waren zwei davon. Und so sind sie in Schottland gelandet. Und jetzt muss ich die Stelle über sie vor. Wenn ich sie finde. Da. Ich kann mich daran erinnern, wie ich mich mit zunehmendem Alter immer mehr darüber amüsierte, wenn eine meiner Tanten wieder einmal die assyrische Kultur als Ursprung für alles erklärte. Die Badewanne, das Rad, die Keilschrift, Jesus, André Agassi, allesamt assyrisch. Als Kind war ich sehr beeindruckt von diesen Errungenschaften, von denen es eine direkte Verbindung zu mir zu geben schien. Damals sah ich die drei Schwestern meiner Mutter noch häufiger. Zwei lebten wenige Häuser voneinander entfernt im schottischen Aberdeen, die andere lebten in Los Angeles. Für mich war es immer magisch, sie zu besuchen, sie als real existierende, lebendige und sprechende Menschen zu erleben. Meistens flog ich in den Sommerferien ein paar Wochen alleine nach Schottland. Zu Weihnachten kam meine Mutter mit. Ich sah die vier Frauen gern zusammen. Sie waren wie Variationen voneinander. Zwei hatten die gleichen Hände, drei die gleichen Augenbrauen, alle vier die gleichen, eher kurzen Beine. Ich beobachtete und belauschte sie dabei, wie sie gemeinsam in der Küche das Essen zubereiteten oder stundenlang Anekdoten aus der Vergangenheit austauschten, während sie geröstete Sonnenblumen und Kürbiskerne zwischen den Zähnen knackten. Wie herbeigezaubert tauchten plötzlich diese seltsam nach Holzleim riechenden Kaugummis auf, die sie als Mädchen in Kirkuk immer gekaut hatten. Gab es kiloweise Nüsse, Rosinen und die feinsten Safranfäden aus dem Iran, Videokassetten mit alten Filmen und Musikvideos. Sie alle reisten immer mit Übergepäck an, hatten viele Schätze dabei, die eigentlich unerreichbar erschienen, und saßen dann ein oder zwei Tage lang vor ihren Koffern auf dem Boden und packten diese Tüte und jene Dose aus. Endlos. Für mich war die alles beinhaltende Tasche von Mary Poppins kein großes Mysterium. Ich kannte das Phänomen schon längst. Meine Mutter und ihre Schwestern sprachen ununterbrochen über diesen gemeinsamen Ort, wo sie gelernt hatten, dieselben Gerichte zu kochen, dieselben Sprachen zu sprechen, dieselben Routinen und Vorlieben im Haushalt zu entwickeln. Ich kannte keine anderen Mütter, die ihr Obst und Gemüse desinfizierten, die Zwiebeln für ein Allheilmittel hielten, die Vorratsräume wie kleine private Supermärkte besaßen. Ich verstand kaum etwas, was sie sagten, weil sie die meiste Zeit Assyrisch sprachen. Es machte mir nichts aus. Mir wurde nie langweilig. Wie sie da kicherten und sich gegenseitig aufzogen, vor Lachen in Tränen ausbrachen und auch mal traurig und wütend wurden, lieferten sie mir eine genaue Vision davon, wie ich als erwachsene Frau sein würde. Doch ihr erzählter Ort wirkte nicht in dem Maße, um aus mir eine von ihnen zu machen. Ich hatte einen eigenen Ort, der mich machte und den ich zu meinem zu machen versuchte. Später ärgerte ich mich über manche ihrer Aussagen, insbesondere wenn andere Kulturen des Diebstahls bezichtigt wurden. So hatten die Russen den Iranern den Kaviar und den Samovar gestohlen und die Türken vom Essen bis zur Poesie ohnehin alles. Heute verstehe ich, dass es dabei um eine Verteidigung des Selbst ging. Meine Tanten waren machtlos dagegen, dass man sie als fremd wahrnahm. Sie sprachen mit Akzent, sie kochten anders, sie gestikulierten viel. Sie waren recht beliebt in der Nachbarschaft, aber die Gesellschaft sprach ihnen keine Relevanz zu. Sie durften sein, gesehen wurden sie nicht.
Aber immerhin hatten ihre Vorfahren etwas in die Welt gebracht, das auch hier an diesem Ort wertvoll war. Und meine Tanten hatten, losgrundlos, ob sie der Wahrheit entsprechen, nicht Unrecht. Zivilisationen, Kulturen, Nationen, sie entstehen nicht getrennt. Sie werden nur getrennt voneinander erzählt. Damals in Aberdeen, als meine Tanten alles ausgepackt hatten, alles gekocht und gegessen war, wenn die jüngeren Kinder im Bett lagen, saßen wir manchmal gemeinsam vor dem Fernseher und schauten The Jazz Singer mit Neil Diamond. Ich glaube, es war ein kleines Ritual. Jedenfalls heulten meine Tanten und meine Mutter und meine Cousine und ich heulten mit. Ich kann mich heute nur noch an eine Szene des Films erinnern. Sie findet in einem Treppenhaus statt. Der strenggläubige Vater der Hauptfigur Yussel schaut nach oben zu seinem Sohn und zerreißt den Kragen seines Hemdes. Es ist das Zeichen dafür, dass dieser für ihn gestorben ist. Dem Vater ist der Schmerz anzusehen, aber er kann Yussels neuen Lebensstil nicht akzeptieren, sieht darin einen Verrat an ihrem Glauben und ihrer Kultur. Da saßen also diese kurzbeinigen assyrischen Frauen und heulten wegen dieses jüdischen Sohnes, den sie alle mächtig attraktiv fanden und dem sie die Erfüllung all seiner Träume wünschten. Mit diesem Bild, das zu einer meiner liebsten Kindheitserinnerungen zählt, muss ich aber auch Widersprüche vereinbaren, wie die Aussage meiner Tante, sie hätte lieber einen toten Sohn als einen Schwulen. Warum muss es diesen Drang zur Feindschaft geben? Dieses Bestreben, sich von Dingen zu trennen, die doch eindeutig zum eigenen Leben gehören. Mir fällt die bekannte Frage von C.G. Jung dazu ein, die man sich nicht nur als Individuum, sondern auch als Gesellschaft stellen kann. Willst du gut sein oder ganz? Das Paradoxe an diesem Ganzen ist, dass es wie ein Mobile ist, einzelne, freischwingende und nur lose zusammenhängende Teile. Ja, in The Jazz Singer von Neil Diamond gibt es am Ende natürlich eine Versöhnung. Und dann singt Neil Diamond auch noch diese inoffizielle USA-Hymne, We All Come to America. Hast du denn mit deinen Tanten oder deiner Mutter irgendwann eigentlich diese Fragen auch mal angefangen durchzufechten, die dich im Buch beschäftigen, nämlich genau diese Widersprüche selber, Flüchtling zu sein, aber eben auch schuldhafte Geschichte zu haben, selber um verstoßene Söhne zu trauern, aber selber Fantasie vom Verstoßen zu haben. Hast du dich schon vor der Veröffentlichung dieses Buches mit deinen Verwandten, den Frauen vor allem, auseinandergesetzt oder beginnt das jetzt mit diesem Buch? Ach ja, wir haben eine sehr schwierige Familiengeschichte. meine Tante musste, also die, das ist gar keine Fantasie, also sie hatte einen schwulen Sohn und musste sich wirklich damit auseinandersetzen, dass sie ihren Sohn entweder verliert oder akzeptiert. Und das konnte sie leider erst wirklich tun, nachdem sie ihre Tochter verloren hat. Meine Cousine, die sich das Leben genommen hat. Und das hat für unsere Familie sehr viel in Strudel gebracht. Also auch auseinandergesetzt damit, dass wir uns gegenseitig Dinge antun, die wir aus diesem kulturellen Hintergrund, dieser Grausamkeit auch, die in diesen Familien sich angetan wird, heraus weiterführen. Und ich glaube, jeder von uns musste sich getrennt voneinander fragen, wollen wir das wirklich fortsetzen? Also darum sage ich ja, da ist so dieses Abstrakte, ne? Dieses wir AssyrerInnen oder wir, wer auch immer was wir ist, ne? Wir katholischen Menschen oder das kann man ja immer wieder neu konstruieren. Wir sind besser oder wir sind anders oder wir sind dies und wir machen das nicht. Und dann ist aber da dieses reale Leben, diese realen Menschen, die man liebt und die den Alltag ausmachen und die, ne, deren Lachen man wertschätzt und deren Trauer man beweint und so.
Und dann tut man sich aber diese Grausamkeiten an, wegen dieser abstrakten Vorstellungen. Und ja, ich bin froh, dass, also es war sehr schmerzlich, aber manche meiner Tanten haben es für sich, also haben es gelernt und andere nicht. Und meine Mutter und ich, ja, dadurch, dass meine Mutter alleinerziehend war die meiste Zeit meines Lebens, gibt es dann auch wenig Raum für Kämpfe. Man hat als Kind Schuldgefühle, der Mutter dann nochmal mehr aufzuladen und so. Und ich weiß auch, dass das nicht nur meine Geschichte ist, sondern vor allem auch ihre Geschichte. Also ich war ja nur ein Baby. Sie hat diese Flucht ja miterlebt und dieses alles, was sie dachte, was sie sein würde, als 21-jährige, ganz junge Mutter hinter sich lassen müssen. Und ich glaube, ja, also sie wird sich das jetzt angucken und ich glaube, wir müssen oder wir fangen jetzt langsam wieder an. Also sie schickt mir Fotos aus dem Iran, ich als Baby oder sie als junge 15-, 16-Jährige in so kurzen Mini-Röcken, weißt du, in Teheran. Und es ist super schön, also zu sehen, dass diese Fetzen, an die ich mich erinnere aus Erzählungen, dass es die wirklich gab, ja, in ihrem Leben und dass sie mir noch viel mehr davon erzählen kann. Ja, das machen wir jetzt gerade so ein bisschen. Ich glaube, dass sie auch schön findet zu sehen, wie sehr ich ihre Rolle in meinem Leben und ihr Leben vor mir und vor Deutschland auch wertschätze und wie sehr mich das doch geprägt hat. Ich kann das jetzt als Mutter nachempfinden, weil ich eben die Mutter von zwei schwedischen Jungs bin. Und mein älterer Sohn zum Beispiel, der sagt manchmal, der verwechselt manchmal, dass ich nicht aus dem Iran, also dass ich aus dem Iran komme und sagt, meine Mutter ist aus Irland. Also für den ist das so abstrakt, dass der überhaupt nicht so genau weiß. Ne? Also der ist halt 9 und für den ist das halt irgendwo anders. Aber ob jetzt Iran oder Irland, ist halt auch irgendwie Schnuppe. Und ich kann das jetzt so nachvollziehen, wie das für meine Mutter. Beides katholisch in deinem Fall. Ne? Genau. Also, aber und ich sehe, wie das komisch das ist, ne? Also, dass ich einerseits meinen Kindern auch bestimmte Sachen gar nicht weitergeben kann, weil sie mir schon entwischt sind, andere Sachen ihnen auch gar nicht weitergeben will, weil es so erzwungen ist, ne? Und gleichzeitig kann meine Mutter das ja ein bisschen machen, ne? Also sie kann ihnen dann persische Sachen kochen oder so die assyrische Großmutter für sie sein. Ja, es gibt diese abstrakten nationalistischen Mythen und Großartigkeiten und Megalomanien. Auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich diese ganz alterspraktischen Dinge wie Nüsse knacken zwischen den Zähnen oder sowas. Oder Kerne, also Kerne knacken. Du hast eben am Anfang von Exil gesprochen. Wann war für deine Mutter das Exil vorbei? Also diese Vorstellung, am falschen Ort zu sein und es gibt einen richtigen, an dem man zurückkehren kann. Vielleicht ist man immer noch am falschen Ort, vielleicht gibt es nur falsche Orte. Aber diese Fantasie, zurückzukehren, hat die das Leben deiner Mutter noch lange begleitet oder war das irgendwann mal abgefrühstückt? Also meine Mutter war schon vor der Revolution im Geiste sehr kosmopolitisch. Also sie hat André Gide gelesen als Kleine, ne, und hat auch eine Weile in Schottland, als meine Tanten schon da waren, studiert, Englisch studiert, bevor sie dann wieder in den Iran gegangen ist, um meinen Vater zu heiraten. Und ich glaube, dass einerseits das Heimwehgefühl für meine Mutter nie enden wird oder dieses Verlangen auch irgendwo zu sein, wo sie ja Heimat hat. Aber gleichzeitig ist meine Mutter extrem schnell, viel mehr als mein Vater. Also mein Vater hat, glaube ich, noch viel zu lange gehofft und gedacht, das ist nur so wieder eine von diesen iranischen Zwischenphasen und der Schah wird schon wiederkommen, ja, was ja in der Geschichte Irans schon zweimal passiert ist mit Reza und auch mit seinem Vater. Das heißt, und meine Mutter hat, glaube ich, recht schnell
gesagt, nee, wir sind jetzt hier und ich werde versuchen, dass das für mich funktioniert. Also sie hat sehr schnell angefangen, Deutsch zu lernen und eine Ausbildung zu machen und einfach zu arbeiten. Und sie hat das, glaube ich, auch ein bisschen unterdrückt, aber sie hat dann viel die Lieder gehört und ja, in den Gedichten beschwelgt. Und ich glaube aber, dass meine Mutter jetzt sehr europäisch-deutsch ist. Also inzwischen lebt sie in der Schweiz mit meinem Stiefvater, der Holländer ist, Peter. Aber meine Mutter ist durch und durch irgendwie europäisch inzwischen. Andererseits ja, ist ein bestimmter Teil von ihr oder ein Kern etwas sehr Emotionales einfach immer noch gebunden an dieses Land. Aber ich glaube nicht, dass sie sehr lange noch diesen Wunsch hatte oder diese Vorstellung gehegt hat, dass sie da nochmal zurückkehrt. Darum bin ich auch überhaupt nicht aufgewachsen mit diesem Gefühl, da ist ein Heimatland irgendwo. Ne? Also da ist eine Heimat, zu der wir zurückkehren wollen oder könnten. Und ich selbst war nie wieder im Iran, auch aus einfach Gründen der Papiere. Ne? Also man weiß ja, was passiert mit Menschen, die zum Beispiel aus Großbritannien oder auch aus Schweden oder so wieder in den Iran reisen. Also da ist keine Sicherheit, dass man die Papiere des anderen Landes hat, weil man im Iran einfach immer weiter als iranischer Mensch gilt. Und ja, das ist mir zu riskant. Vor allem, weil ein Mann meiner Familie, also eigentlich mein Vater, für mich Papiere beantragen müsste, damit ich dort einreisen kann. Ich selber als Frau darf das nicht machen. Das tust du dir nicht an, nein. Nee, aber genau. Also, aber ich habe natürlich den großen Wunsch, also das ist auch etwas, was sich so durch die Beziehung meiner Mutter und mir durchzieht, dass wir sagen, irgendwann wäre es schön, wenn wir zusammen dorthin reisen könnten. Ein bisschen Heimat hast du ja im Schreiben gefunden. Und ja. Eben auf Deutsch. Du bist jetzt nach Berlin oder deine Familie seid nach Berlin zurückgekehrt. Zurückgekehrt irgendwie schon. War da auch eine Sehnsucht wieder danach, irgendwie in Berlin zu leben? Ich sage es gar nicht Deutschland, aber diese Stadt, weil du hast vorher ja ein paar Jahre lang auf einer doch eher etwas einsamen Insel gelebt. War es die Großstadt, die einfach wieder sein musste? Ja, das Urbane hat mir gefehlt. Mir hat auch gefehlt, dass ich wirklich in der Nähe von sehr tiefen, guten Freunden, Freundinnen lebe. Und zum anderen war es einfach so, dass ich auch, also ich weiß noch, ich saß in einem Café mit meinem, zum Mittagessen hatten wir uns verabredet mit meinem Partner und dann sind wir in ein Café gegangen und dann drehte ich mich um und sagte, Henning, hier reden die Schwedisch. Also weil ich plötzlich dachte, das sind Touristen und wir sind in Deutschland, weil ich die ganze Zeit nur in deutschen Kontexten bin. Und dann habe ich erst geschnallt, ja, du bist ja in Schweden, darum reden die Schwedisch. Also weil ich und es ist nicht nur, dass du in Deutschland bist und hier sind schwedische Touristinnen hinter dir. Und da habe ich plötzlich gemerkt, ich bin eigentlich wirklich noch mehr fast wie in einem Exil da in Schweden, weil ich, also ich habe wenige Freundschaften geschlossen auf Öland und die hauptsächlich über meine Kinder, über die Schulen und das ist, und ich war ständig entweder auf Twitter oder auf den Nachrichtenseiten oder habe deutsche Sachen, also deutsche Medien, deutsche Texte. Ich lese auch viel auf Englisch, aber mein Denken und alles und auch mein politisches Bewusstsein und auch mein politisches Verantwortungsgefühl sind in Deutschland verankert. Und ich hatte schon das Gefühl, auch wieder zurückkommen zu wollen, um einfach auch stärker mitzukriegen, was wirklich hier los ist und auch mehr mich auszutauschen und wirklich auch zu wirken, also was heißt zu wirken, aber schon, wenn ich Sachen denke und sage und tue, dass die dann nicht da auf dieser komischen Insel, dass ich da so alleine mit bin, ja. Du hast ja angefangen erstmal wissenschaftlich zu arbeiten und dann legst du ein Buch vor, das eigentlich
literarische Essays enthält. Ist das eigentlich jetzt so die Sprache, in der du dich am meisten zu Hause fühlst? Ja, wer, also meinst du die essayistische Sprache, das essayistische? Ja, ja, dieses sehr freie Changieren zwischen Reflexion, ja. Dokumentation, ja. aber also, eben auch wirklich Reflexion über das, was man sieht und lebt und das, was eben Essays so auszeichnet, dass sie wirklich immer auch sehr im konkreten Beobachten unserer Lebenswelt sind und eben nicht nur abstrakte Gedanken und Theorien präsentieren oder politische Statements und Einschätzungen. Ja, also ich glaube, dass das essayistische Schreiben etwas ist, was mich auch als Leserin sehr geprägt hat und was ich einfach wirklich liebe. Und es sind hauptsächlich, ich glaube, das ist auch eine Form, die sich anbietet für Menschen, die die nicht in die Geschichte, in die große Geschichte eingeschrieben sind und versuchen, sich dorthin zu schreiben und einzuschreiben oder zumindest aufzuschreiben erstmalig, ja, was, wie sie etwas sehen. Aber natürlich kann man so ein Buch nicht zweimal schreiben, weil, wie du weißt, also das sind Erfahrungen und Erlebnisse, die ich mein ganzes Leben gesammelt habe. Gleichzeitig ist es einfach die Art und Weise, wie ich oft Dinge für mich erarbeite und entschlüssel ich könnte mir schon, also ich bin deshalb auch meinem Verlag Hoffmann und Campe und auch meiner Lektorin Sarah Hottermanns, die sich auch dafür eingesetzt hat, dass das so bleiben darf, das Buch, wie ich es mir vorgestellt habe, bin ich sehr dankbar, dass ich das mal so machen durfte, weil andere Verlage haben gesagt, ach, Sie schreiben so schön, machen Sie doch einen Roman. Andere wollten eher so eine Art von Memoir draus machen oder, ne, oder haben gedacht, ich könnte es noch, wenn ich daraus richtige Kapitel mache, dann ein Sachbuch machen. Und für mich war das aber ganz wichtig, dass das genau so ist, wie es hier ist. Und ja, es ist meine Sprache. Und ich bin total froh, dass das auch ankommt. Also ich wusste nicht, ob das, also vor allem, wenn man das dann ab, das Manuskript, dann denkt man, wer soll das lesen? Ne? Also, und ich bin total glücklich, dass jetzt einige Leute das Buch lesen und es sich berührt fühlen oder auch sich selbst wiedererkennen oder inspiriert fühlen, Dinge von einer anderen Perspektive auszusehen. Und ja, ich mache das oft. Ich habe ein Lied, ich habe ein Buch, eine Textzeile, ich sehe irgendwas. Also im Grunde habe ich auch meine wissenschaftliche Arbeit fast so gemacht, ne? Also wir kennen uns ja schon aus der Zeit, wo ich an der Erinnerung an den Holocaust im Film gearbeitet habe. Und da habe ich auch, also The Pawnbroker zum Beispiel, als Anlass genommen, über etwas zu reflektieren. Aber ich habe das dann etwas wissenschaftlicher formuliert. Aber im Grunde war meine Diplomarbeit aufgebaut auf Thomas Brasch, ein Film von Thomas Brasch, Der Passagier. Und ich habe das dann, ja, mir Texte herangezogen und das wissenschaftlich formuliert und so. Aber im Grunde war es dieselbe Art zu denken. Ich habe einen Film gesehen, ich habe mehrere Filme gesehen und sie haben mir Anlass geboten, über etwas Gesellschaftliches nachzudenken, über Schuld, Unschuld, wie werden Opfer präsentiert, wie viel Ambiguität traut man auch Opfern zu, dass sie zum Beispiel nicht nur Opfer sind, so wie in diesem Thomas Brasch-Film zum Beispiel. Und ich denke, das ist einfach etwas, wie ich denke. Und wahrscheinlich werde ich mir das auch nicht abgewöhnen können, so zu denken. aber ob ich jetzt nochmal so ein Buch schreibe, das weiß ich nicht. Mal gucken. Wie lange hast du an den Essays geschrieben? Weil manchmal glauben ja Menschen halt, die Sachen, die in der Schublade stecken, seit 15 Jahren zusammen und machen einen Buchdeckel drum. Aber den Eindruck hat man bei diesem Buch überhaupt nicht. Da ist sehr viel sozusagen Referenz zwischen den Texten. Und obwohl jeder Text tatsächlich ein Stück weit dramaturgisch für sich selbst steht, merkt man eigentlich, dass sie irgendwie doch zum Teil jedenfalls in einem Rutsch geschrieben sind. Ist der Eindruck richtig?
Ja, also ich habe sie, glaube ich, na, die sind nicht ganz in einem Rutsch, weil ich schreibe ja in einem der Texte über eine Abtreibung. Da habe ich dann auch einige Zeit nicht mehr geschrieben. Aber mehr oder weniger in 1,5 Jahren habe ich diese Texte. Aber ich habe zwischendurch wirklich längere Pause gemacht. Einer der Texte der grünen Stadt, den habe ich tatsächlich damals auf Sardinien, als mein Sohn noch ein halbes Jahr alt, also nee, 3 Jahre alt war, zum ersten, also die erste Skizze geschrieben und das aufgeschrieben, sogar verblockt. Also ich hatte damals einen Blog, ne, so was man dann so macht, wenn man irgendwie keinen Job hat und sich abgeschnitten fühlt von der Welt und eingesperrt in seiner Mutterschaft, ja, so wie ich mich da gefühlt habe. Mein Kind war noch nicht in der Kita und so, auf Sardinien und ja, dann habe ich diesen Text geschrieben und dann habe ich den jetzt nochmal für dieses Buch ausgeweitet und vertieft und halt ja angemessener, auch Olga Bernario gegenüber angemessener formuliert, glaube ich. Aber die anderen Texte, die sind in recht, ja, in dieser etwa einem Jahr saß ich dran. Ja. Aber es ist auch wirklich so, wie es, also ich habe zum Teil geschrieben mit Kindern im Hintergrund, die irgendwas gucken in der Glotze und so. Also so dieses Bild der, ne, einsam Schreibenden, das kann ich nicht bieten. Also ich war wirklich eingebunden in Familienleben und auch Geldjobs, ne? Also ich musste auch immer zwischendurch unterbrechen, weil ich einfach Geld verdienen musste. Ja, spannend. Also ich meine, ich bin auf jeden Fall sehr neugierig darauf, was du als nächstes schreibst. Und ich denke, man kann zwar sein eigenes Leben, ja Gott, du hast es schon geschafft, dein eigenes Leben ziemlich zu multiplizieren, weil es tatsächlich so viele Facetten im Verborgenen enthält. Aber was ich insgesamt einfach an diesen Essays so spannend finde, ist, dass sie so eine bestrickende Form von Selbstermächtigung sind, die tatsächlich auch was Exemplarisches über deine Biografie hinaus hat. Weil wir im Moment ja tatsächlich immer wieder so ein Zusammenschnurren von Diskursen auf so einfache sozusagen Opfer-Täter-Schemata erleben und vor allem auch so also eigentlich jeder vor allem mit Selbstgerechtigkeit beschäftigt ist, egal zu welcher Gruppe er zugehörig zu sein glaubt oder wie auch immer, und eigentlich erst in diesem Aufdecken der Brüche und Widersprüche tatsächlich sowas wie Subjektwerdung passieren kann. Und ich glaube, das wird wird auch wirklich mit allen Menschen passieren oder mit vielen Menschen passieren, die jetzt anfangen, so ihre eigenen tatsächlich globalen Brüche in ihren eigenen Erzählungen zu thematisieren. Und ich finde, da gibst du sozusagen einen Ton vor, der ja irgendwie sehr produktiv ist. Und ich denke, wirst du auch selber einige spannende Spuren weiter verfolgen, hoffe ich doch mal. Jetzt bin ich erstmal gespannt, wie dein Buch einschlägt. Und hoffe, dass es viele Leserinnen und Leser finden wird. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Asal. Ich danke dir, Hanno. Das war toll. Vielen Dank für deinen Abschluss auch. Dankeschön. Toi, toi, toi. Viele schöne Lesungen. Dann irgendwann auch wieder Dankeschön. live, hoffe ich. Ja, hoffentlich in hohen End. Du, auf jeden Fall. Muss nur das Reisen wieder ein bisschen einfacher sein, dann machen wir das. Ja. Vielen Dank, Vielen Hanno. Dank. Und vielen Dank ans Literaturhaus in Berlin. Ja.